Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 74, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein neuntes Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung befristeter Rechtsvorschriften. Berichterstatter ist der Kollege Klein. Verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Ihnen die Beschlussempfehlung des Rechtspolitischen Ausschusses zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein neuntes Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung befristeter Rechtsvorschriften mit der Drucksache 19/2056 vortragen. Der Rechtspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der FDP bei Enthaltung der SPD und der LINKEN, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank, Herr Klein. Ich habe eine Wortmeldung von Frau Hofmann, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich darf noch einmal kurz erläutern, wonach es dem Grunde nach bei diesem Gesetz geht. Erneut haben wir einen Gesetzentwurf, das sozusagen ein Sammelsurium unterschiedlichster Teilgesetze ist, das zum Ziel hat, bestimmte Rechtsvorschriften entweder zu verlängern auf 5 oder 8 Jahre, die entsprechend auch befristet sind, oder halt sozusagen unentfernt fortlaufen zu lassen. Wir haben die Problematik, und das will ich hier noch einmal erneuern, dass wir immer wieder solche Sammelgesetze haben und diese Sammelgesetze auch mal sozusagen so auch verpackt worden sind mit dem Ziel, na ja, wir schaffen hier sozusagen mehr Effizienz, weniger Bürokratie, denn wir schauen ja nur sozusagen, ob wir sie praktisch entfristen können oder auf 5 oder 8 Jahre entsprechend befristen können. Hinter diesem hehren Ziel ist aber nicht viel sozusagen übrig geblieben, weil wir erneut hier kritisieren müssen, dass das, was nämlich dieses Ziel erfordert, eine wirksame Evaluierung der Gesetze, aus unserer Sicht nicht erfolgt. Es gibt zwar seitens der Staatskanzlei eine sogenannte Normprüfstelle, aber wir sind der Gesetzgeber. Uns müssten die entsprechenden Evaluierungsergebnisse vorgelegt werden, damit wir wirklich beurteilen können, na ja, können wir das unentfristet weiterlaufen lassen? Auf 5 Jahre, auf 8 Jahre macht vielleicht eine gar andere Befristung Sinn, machen andere Regelungen Sinn. Und ich kann Ihnen ganz klar sagen, dass keine hier im Raum wirklich von uns das abschließend beurteilen können. Und das ist wirklich auch die Schwäche in der Grundsystematik dieser sogenannten Sammelgesetze. Nun haben wir die Regierungsanhörungsunterlagen gehabt und haben, das will ich an 2 Punkten deutlich machen, auch Kritik erfahren dieses Sammelgesetzes an 2 Stellen. Ich möchte nur 2 vielleicht prominentere Beispiele herausgreifen. Das sogenannte Offensivgesetz, das die Grundsicherung für Arbeitssuchende regelt. Also, man muss unter diesem hehren Titel erst einmal natürlich mal dahinter schauen und schauen, was regelt das Gesetz überhaupt regelt, weil es hat ein hehres Wort sozusagen, einen hehren Titel. Und hier sind schon auch verschiedene Kritiken angebracht worden, etwa die Forderung, dass die sogenannten sozial integrativen Leistungen zwischen Trägern und Leistungsanbietern verbindlicher geregelt werden sollten oder auch, dass die Jobcenter, die Aufgaben der Jobcenter, was die Zielvereinbarungen im Hinblick auf die kommunalen Leistungen anbelangt, dass die z.B. konkreter gefasst werden sollten. Das nur 2 Beispiele. Auch bei dem Gesetz zur Stärkung der innerstädtischen Geschäftsquartiere, das ja die innerstädtische Entwicklung regeln soll, ist ganz klar von verschiedenen Anführern gesagt worden, dass das Ziel des Gesetzes, nämlich diese innerstädtischen Quartiere weiterzuentwickeln, zu stärken, dass dieses Gesetz dieses Ziel verfehlt oder nicht hinreichend erreicht. Insofern sehen Sie, dass es hier schon auch an diesem Gesetz Kritiken gab und wir entsprechend uns zumindest als SPD-Landtagsfraktion bei diesem Gesetz enthalten werden. Danke schön. Als Nächster spricht Kollege Heinz, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben in den vergangenen Jahren ja schon
häufiger über die Gesetze zur Befristung, zur Entfristung oder auch zur Verlängerung befristeter Rechtsvorschriften hier im Landtag gesprochen. Wir können nur wiederholen, dass das Verfahren sich aus unserer Sicht grundsätzlich bewährt hat. Es gibt auch einige Erfolge. Der Normenbestand wurde gerade in den ersten Jahren deutlich entschlackt und entrümpelt. Jetzt sind wir nach dieser Anfangsphase, wo es erst einmal um die quantitative Entschlackung des Normenbestandes ging, in einer zweiten Phase letztlich eingetreten, sodass auch die Korridore zum Teil verlängert werden konnten auf 8 Jahre. Oder es gab auch Normen, bei denen wir gesehen haben, dass eine generelle Entfristung wieder angezeigt ist. All dies hat sich bewährt, das als Grundsatz vorangestellt. Jetzt mit diesem sogenannten Sammelgesetz werden 5 Rechtsnormen entfristet. Bei 2 gibt es in der Tat bei den Anhörungsunterlagen, die uns zur Verfügung gestellt wurden, auch in Ansätzen kritische Anmerkungen. Frau Hoffmann hat die beiden Gesetze herausgegriffen. Einmal das Offensivgesetz. Wenn man aber genauer hinschaut und sich mal fragt, was ist überhaupt das Offensivgesetz, ist ein Ausführungsgesetz zum SGB II. Wir brauchen das hessische Offensivgesetz, um die Verwaltungsorganisation in Hessen ordentlich zu regeln. Wer sich immer noch am Namen stört, meinetwegen. Aber ich glaube, es trägt auch nicht zur Normenklarheit bei, wenn man bei einem unveränderten Gesetz dann plötzlich den Namen noch einmal ändert, nur weil einem der Name Offensiv nicht gefällt. Das ist mir dann zu viel Dogmatismus und zu wenig Pragmatismus. Der Name soll aus unserer Sicht auch so bleiben. Das Offensivgesetz selbst soll natürlich auch bleiben. Mögliche inhaltliche Kritik am SGB II an sich, das kann den Hessischen Landtag auch beschäftigen, aber das wird der Hessische Landtag, egal in welcher Konstellation, nicht lösen können. Das ist eine Frage des Bundesgesetzgebers, wenn man damit unzufrieden ist mit dem SGB II und seinen Inhalten. Das Ausführungsgesetz, das soll aber so bleiben, wie es ist im Kern. Und auch zweites Gesetz zur Stärkung der innerstädtischen Geschäftsquartiere, das wurde angesprochen, das haben wir uns auch angeschaut, natürlich bei den Unterlagen, die uns zur Verfügung gestellt wurden. Es gab noch eine Anregung, dort die Anforderungen an das Ablehnungsquorum für das Zustandekommen eines sogenannten Innovationsbereiches, dieses Quorum zu erhöhen von einem Viertel auf ein Drittel. Dem kann, das ist auch gut dargelegt, nicht nachgekommen werden, weil es ein zu starker Eingriff in das Eigentumsrecht in diesem Fall wäre, sodass wir uns auch hier dafür aussprechen, es bei den bewährten Regelungen zu lassen. Alles in allem schauen wir hier wiederholt auf ein bewährtes Verfahren. Wir sprechen uns dafür aus, diese 5 Normen heute zu verlängern, in zweiter und hoffentlich auch letzter Lesung. Wir werden an diesem bewährten Verfahren festhalten, werden es auch gerne, wenn es neue Erkenntnisse gibt, noch weiterentwickeln. Auch ein Landtag ist ja eine ständig lernende Einrichtung, die sich immer weiter verbessert. Wir sind weiter auf einem guten Wege, werden heute dem Gesetzentwurf zustimmen. 2 Fraktionen haben im Ausschuss zumindest angekündigt, dass sie sich enthalten werden. Das ist schade, weil wir die 5 Gesetze weiter brauchen. Das ist das Ergebnis der Evaluierung. Von uns kommt jedenfalls ein klares Ja. 2 weitere Fraktionen haben auch eine Zustimmung angekündigt, sodass ich davon ausgehe, dass mit breiter Mehrheit heute eine gute Entscheidung getroffen wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rentsch, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, die Debatte beim letzten Mal hat die Probleme offen gezeigt. Wir haben damals schon angekündigt, dass wir dem Gesetzentwurf zustimmen werden. Die Anhörungsunterlagen haben die FDP in dieser Auffassung bestätigt. Deshalb bleiben wir dabei und werden weiterhin Zustimmung zu diesem Gesetz signalisieren. Vielen Dank. Wenn Sie noch unbedingt wollen. So. Was ist denn das? 74 ist der nächste, oder? Also, okay, wunderbar, dass Sie noch rechtzeitig kommen, sonst wollten wir es gerade beenden. Ich habe nämlich nur, Sie sind dran. Bitte schön. Dann möchte ich auch noch einmal hier zur Kenntnis geben, dass wir dem Gesetz auch zustimmen. Wir haben es ja im Ausschuss auch ausführlich beraten. Und Frau Hoffmann, es ist ja auch freigestellt, einzelne Gesetze da rauszuholen, mit Ihren Fachabgeordneten zu diskutieren und dann eine Änderung der entsprechenden Gesetze einzubringen. Das Wort hat die Landesregierung, Frau Ministerin Kühne-Hörmann. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Angesichts der Zeit gebe ich meine Rede zu Protokoll. Meine Damen und Herren,
Das ging ja alles so schnell, kommt mir gar nicht mit hier oben. Vielen Dank. Ich erkläre jetzt, dass keine Wortmeldung mehr vorliegt. Damit ist die Aussprache beendet. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Wer dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein neues Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung befristeter Rechtsvorschriften seine Zustimmung in zweiter Lesung geben kann, dem bitte ich das Handzeichen. Wer ist dagegen? Enthaltungen? Dann stelle ich fest, dass bei Zustimmung der Fraktionen von CDU, GRÜNEN, FDP und Enthaltung der übrigen Fraktionen des Hauses dieser Gesetzentwurf in zweiter Lesung angenommen worden ist. Er wird damit zum Gesetz erhoben.